Oh, Wertermeisters Dinge. Was kannst du uns heute beibringen? Ja, damit willkommen zurück zu einem neuen Part. Und mir fällt auf, ein neuer Name, Meister Stinger, ein etwas veränderter Koopa. Hat Nintendo etwa zugelassen, dass man hier einen Charakter ein bisschen Persönlichkeit gibt, sodass er einzigartig ist? Weißt du um die ungeheure Macht der Energie? Natürlich nicht, wie solltest du auch? Aber mit mir als Lehrmeister könntest du dir die Energien zunutze machen. So viel kann ich spüren. So komm denn und lass dich von mir instruieren. Okay, Meister Yoda, Stringer. Die Power. Ich werde die Macht erlernen. Da wären wir. Spitze die Ohren. Denn es ist alles von ungeheurer Bedeutung, was ich zu sagen habe. Zum Beispiel dies. Der erste Schein, der Dinge trügt. Wasser ist gar nicht so nass, wie du vielleicht denkst. Nehmen wir einmal an, dein Ball muss eine Wasserfläche überqueren. Doch ein starker Wind lässt das Unterfangen fast unmöglich erscheinen. Dann lass dir sagen, absolut unmöglich ist gar nichts. Ein ganz flachgeschlagener Ball kann nämlich auf dem Wasser aufsetzen und darüber hüpfen. Ähnlich wie ein Stein, den du flippern lässt. Ich lese Zweifel in deinem Gesicht. Doch es ist in der Tat so. Der Schlag muss nur niedrig genug sein. So was bezeichnet man selbstverständlich als Stringer. Deswegen Meister Stringer. Probier das doch gleich mal aus. Versuche 10-mal einen der Zielbereiche auf jeder Insel zu treffen. Hier, nimm dafür meinen Schläger. Du hast dir einen grünen Panzerholz 3 ausgeliehen. Oh Leute, man sieht's sogar. Wirklich grüner Panzer. Ja, niedriger Schlag, dann versuchen wir es halt mal. Erstmal so. Niedrig. Schöner Schlag. Es funktioniert. Wenn ich natürlich nicht zu. Schade. Nicht zu weit geschlagen hätte. Schöner Schlag. Jetzt bin ich sogar zu blöd gewesen, um einfach nach unten zu laufen. Ich glaube, ich werde den Part einfach jetzt hier neu beginnen und euch neu begrüßen. Nein, natürlich nicht, aber das ist schon eine schwache Leistung. Hör auf zu rollen. Dann rollt er noch bergab. Schade. Also jetzt war, aber jetzt geht langsam wirklich los. Ich will ja nicht, dass der Ball im Wasser bleibt, aber okay. Weil ab einer gewissen Geschwindigkeit sollte er untergehen. Wie schwach soll ich denn noch noch? Hallo? Wieso ist das so viel schwerer, als es sein sollte? Es ist halt aber auch dieses typische, jeder, der schon mal beim Minigolf war, kennt das, diese Löcher, die niemand mag, wo es quasi wie ein Vulkan geformt ist. Und oben sollst du rein. Genau das ist das hier. Die Frage ist, brauche ich dafür einen besonderen Schläger, also den ich mir ausgeliehen habe, dass er so über das Wasser rollt, oder nicht? Schade. Also ich werde jetzt mal ein anderes Ziel probieren, das ist hier ja echt nicht feierlich. Okay. Ist ja nahezu unmöglich, da liegen zu bleiben. Zumal der so richtig... Wieso ist das so hart? Dann liegen zu bleiben auf diesen Inseln, das ist ja echt der Wahnsinn. Wie soll man das denn machen?
dass man da liegen bleibt. Ja, dann halt noch schwächer, ne? Ja, da war dann zu schwach. Aber der springt ja dann richtig vom Wasser da hoch und vielleicht darf ich ihn nicht zu. Vielleicht tue ich ihn ja zu. Wie war es, wenn ich ihn normal schlafen lasse? Dann geht er auch übers Wasser. Und bleibt liegen. Okay, ich darf ihn also nicht so nach unten schlagen. Was aber eigentlich schwachsinnig ist, weil er mir ja sagt, schlag ihn tief. Was ich ja damit mit dem Spin mache. Allerdings scheint es der Schläger an sich schon zu machen. Von daher sind eigentlich alle meine... Ja. Schade. Bin ich selbst schuld gewesen. Ja, okay. Ich finde aber ehrlich gesagt die Erklärung etwas schwach. Weil... Nur, dass es... Dass es am Schläger liegt, macht für mich keinen Sinn, dass der Ball dann niedriger geht, aber okay. Dann lassen wir es schlagen ganz normal. Wofür auch immer man um Himmels Willen tief schlagen sollte. Oder den Spin nach unten machen sollte. Werde ich wahrscheinlich so nicht mehr rausbekommen, aber... Okay. So wird's gewollt, so machen wir es. Ganz normal. Der Schläger macht das alles aus. Finde ich schon fast ein bisschen unfair. Aber eigentlich schlägt man damit ja tiefer. Warum auch immer das dann unmöglich war, dass der Ball dann da liegen bleibt, aber... Naja. Ja, das ist schwach, oder? Naja, kommt nicht an. Schade. Schade. Na gut, aber ich schaff's auf jeden Fall jetzt in den 10 Schlägen. Wenn nicht noch mal ein Betrug passiert. Der Part ist keine 5 Minuten alt gefühlt und ich werde schon betrogen, wo es nur geht. Aber okay. Wir müssen also so einen Schläger dabei haben, wenn wir über Wasserhindernisse spielen wollen. Wir müssen mal schauen, ob wir uns einen kaufen können. Amazon hat bestimmt sowas. Die erste Prüfung ist bestanden. Somit solltest du nun in der Lage sein, die Energie zu nutzen, die zweifelsohne bereits in dir lodert, in dir brodelt. Ja, Meister. Komische Golfenergie. Golfenergie ist wie ein Sparschwein. Sie verlangt nach Münzen, ansonsten kann sie ihren Zweck nicht erfüllen. Also sammel Münzen, bis du genug Energie hast, um einen mächtigen Spezialschlag zu entfesseln. Und dann triffen damit jene Felsen dort. Ich sollte genug Münzen gesammelt haben. Wenn die mir jetzt sagen... Ich kann jetzt... Ja! Geschafft! Okay. Dafür sind also die Münzen auch da. Um so Spezialschläge zu machen. Mich würde mal interessieren, was so einer kostet. Und was man damit alles zerstören kann. Weil dieser Fels mit dem Golfball, das war ja schon... Okay, nicht schlecht. Überrascht dich dein Erfolg? Mich nicht. Selbst unter Unerwartetes sehe ich mit absoluter Klarheit voraus. Nicht, dass dein Erfolg unerwartet war. Das auf keinen Fall. Wie dem auch sei, nutze die Energie, um Bälle weiter fliegen zu lassen und präziser zu platzieren. Ah, da fällt mir noch was ein. Drücke bei voller Energieleiste L, um einen Spezialschlag auszuführen. Fast hätte ich vergessen, dieses Detail von immenser Bedeutung zu erwähnen. Du kannst nur Spezialschläge spielen. Eines noch, ich möchte dir meinen Schläger schenken. Möge er dir beim Meditieren dienen. Oder schlag einfach Bälle damit. Und ein grüner Panzerholz 3 aufs Haus. Cool. Okay, da haben wir doch noch was Neues gelernt. Bin gespannt, wie wir das einsetzen können.
Aber jetzt heißt es, wir sollen nach Dünenwell reisen. Hör mal, Lilith, ganz tolle Neuigkeiten. Die Straße runter nach Dünenwell ist nun wieder geöffnet. Du kannst dich jederzeit auf den Weg dorthin machen. Ja, das sollten wir dann doch gleich mal tun. Hört sich interessant an. Der nächste Kurs wartet. Vielleicht auch die nächste Golfart. Sportart würde ich erst sagen, aber das bleibt ja eigentlich beim Golf. Eigentlich. Und, Dünenwell. Wir sind in der Wüste angekommen. Wow. Das hat was mit diesen Palmen. Ach, hier sind sogar diese Steine. Ich komme jetzt nicht auf die Namen. Also, angelehnt natürlich an die Statuen von den Osterinseln. Aber nicht ganz. Ja, ihr habt es euch gut gehen lassen, ne? Hier kannst du sofort in die Oase springen. Das ist Leben, ne? Normalerweise ist das Klima in Dünenwell ja sehr angenehm. Aber in letzter Zeit war die Hitze extrem. Was ist nur los mit dem Wetter? Ja, das fragen sich viele in Deutschland gerade auch. Ja, mit den ganzen Fluten. Was soll man sagen? Es klimawandelt, würde ich behaupten. Langsam sollte es auch mal den letzten bewusst werden. Hey, Lilith! Deine Bronzeabzeichen reicht leider nicht aus, um hier beim Standardgolf antreten zu dürfen. Aber Speedgolf ginge. Wir haben allerdings unsere eigenen Regeln dafür. Die Sache läuft nicht ganz so ab wie an anderen Orten. Wenn du es mal versuchen möchtest, wäre eine Übungsrunde ganz gut. Klar. Prima. Und schon bist du zu einer Übungsrunde über 3 Löcher angemeldet. Geh ruhig schon mal zum ersten Abschlag. Okay. Also das Anmelden scheint echt kein Problem zu sein. Hier haben so rosa Caddies. Nicht schlecht. Normalerweise kommt man ganz leicht von Dünenwell nach Wetterwald. Die Straße ist aber derzeit überschwemmt. Mann, fast wie in Deutschland hier. Weil ein riesiger Fels den Flusslauf blockiert. Wenn du der Hitze hier entkommen willst, dann viel Glück. Ich springe einfach in die Oase hier. Das sollte ausreichend sein. Prüferabzeichen, Browserzeichen erkannt. Anmeldung zur Übungsrunde verifiziert. Beenden Sie 3 Löcher, bevor Ihnen das Wasser ausgeht. Was? Behalten Sie den Vorrat im Auge. Ich habe eine. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe eine Wasserflasche und wenn die leer ist, dann verdurste ich und sterbe. Weil ich in der Wüste bin. Ich erkläre dir jetzt mal, wie hier in Dünenwell Speedgolf funktioniert, ja? Hier lieben die Golfer die Herausforderung, mit selbst mitgeführtem Wasser der Hitze zu trotzen. Wegen der derzeitigen Hitzewelle holen wir dich vom Kurs runter, sobald dein Wasservorrat zu knapp ist. Sicherheit geht vor. Du musst erst beweisen, dass du es schnell genug bis zur Oase schaffst. Falls nicht, hast du hier nur die Übungsrunde als Option. Um dir ein Gefühl dafür zu verschaffen, wie wir hier in Dünenwell spielen, nimm dir eine Mini-Wasserflasche und probier erstmal eine Runde über 3 Löcher. Du willst eine Übungsrunde spielen, stimmt's? Dann hier, nimm eine Wasserflasche. Das ist eine Mini-Wasserflasche. Die Mini-Wasserflasche ist auf 3 Löcher ausgelegt. Wenn dir das Wasser ausgeht, ist sofort Schluss. Also behalte dein Vorrat im Auge. Die Frage ist, geht er jetzt automatisch weg oder muss ich damit meine Ausdauer auffüllen? Wir werden es herausfinden. Aber interessant, was wir sich haben einfallen lassen hier. Hier ist auch Rasen. Mitten in der Wüste hat jemand... Ja, da möchte ich kein Greenkeeper sein. Das muss ja wirklich scheiße sein. Auf jeden Fall gibt es überall Sandbänke, in die ich nicht reingeraten möchte. Deine Wasseranzeige leert sich nach und nach. Wenn sie erschöpft ist, fällst du in Ohnmacht. Sei also vorsichtig. Ich bin bei 50%? Warum? Frage ist, kann ich jetzt so einen Powerschlag machen? Zu wenig Energie, okay. Also es zählt
nur die Münzen, die ich generell hier gesammelt habe. Schöner Schlag. Dann gilt es herauszufinden, wie viele ich brauche. Mit Speeden scheine ich nicht meine Energie schneller zu verbrauchen. Das bleibt sich gleich. Okay. Dann ist wohl eine große Flasche auf... Vielleicht muss man irgendwann auftanken. Haben sie ja gesagt. Also es kann gut sein, dass man dann irgendwann zu einer Oase rennen muss. Ich habe jetzt nur noch 40% Wasser. Das tut natürlich einen auch unter Stress setzen. Und unter Zeitdruck. Kann ich hier putten? Ich werde es nie lernen, ne? Ja! Das war ja wohl mal gut. So, und mein Energiebalken über mir brennt. Ich habe wohl genug Energie oder genug Münzen gesammelt. Ah, ich sehe auch den Verbrauch. Okay. Könnte knapp werden. Ja, dann schaue ich mal, ob ich jetzt so einen Special-Schlag raushauen kann. Und ich meinen Meister stolz machen kann. Dann muss ich nur noch selbst hinterher. Und? Oh, das sollte ja sowieso passen. Von daher, warum sollte ich einen Special-Schlag machen? Der Wind geht gleich nach da. Schöner Schlag! Ja dann, hinterher. War echt schwer zu steuern, wenn ich hier so am Speeden bin. Das ist eine kleine Strecke. Ich habe sogar echt zu weit geschlagen. Das ist nicht so toll. Da werde ich wohl einen Schlag mehr brauchen. Naja, ich brauche einen Annäherungsschlag. Hilft alles nichts. Dann nichts wie hinterher. Der war doch gar nicht mal so schlecht. Ja, nicht zu hart. Geht. So, was haben wir jetzt verbraucht? 10% Wasser ungefähr, würde ich behaupten. Ich glaube, wir haben bei 37%. Genau, 10%. Das ist ja noch in Ordnung. Mal schauen, was jetzt das letzte Loch sagt. Da in diesem Sandbunker möchte ich... ausgetrocknete Oase möchte ich... Tatsächlich, da sind sogar die Brücken. Das ist wirklich... ausgetrocknet. Also nicht möglich. Hier kommt die globale Erwärmung langsam an. Deswegen fahren wir auch ohne Caddy. Ich verstehe es langsam. Ich will jetzt hier durch und will einen Powerschlag machen. Okay, geht mir nur beim Schlagen. Ah, jetzt geht's, okay. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt ausreicht. Und ich nicht auch auf dem trockenen Lande. Ich kann den Ball ja leider schlecht verfolgen. Ich glaube, der hat Ödmann auf dem Grün. Ich glaube, es hat nicht gereicht. Nein, oh Gott. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass... Ich kann leider nicht sehen, wie... Beziehungsweise ich konnte es auf der kleinen Minimap dann doch sehen, wie weit das der Ball geschlagen wird. Nur 200 Meter, aber ich kann, wenn ich in diesen Supermodus bin, nicht mehr sonderlich viel anderes bisschen beeinflussen. Daher. Ja, ich glaube, der Annäherungsschlag war doch ganz gut. Der war jetzt nicht von schlechten Eltern. Ja, wenn ich nicht spielen dürfte, danke. So, und drinne. Wir haben noch 14%. Reicht. Ja, diese Powerschläge, ich glaube, die sind fast schon nützlicher. Nicht um weiterzukommen zwingend, sondern wirklich, wenn irgendein Hindernis, was zerstörbar ist, dir im Weg ist. Dann ergibt das mehr Sinn, aber auch dann ist es schwieriger zu steuern. Ist halt sehr kraftvoll.
So, wir erreichen wieder ein Level up. Fast sogar zwei. Ja, ich mag die Weite. Es geht zwar nicht weit hoch, aber mittlerweile mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Von daher. So, was willst du? Haben es doch geschafft. Geschafft, klasse! Du hast dir den Wasservorrat super eingeteilt. Damit bist du jetzt für eine Runde über 9 Löcher bereit. Wenn du dich daran versuchen möchtest, dann ab mit dir zur Anmeldung. Natürlich möchte ich das. Aber zuvor möchte ich mir noch ein bisschen hier umschauen. Was haben wir hier denn? Zum Übungsgelände. Ja, ich glaube, in diesem Part machen wir noch eine Übung. Und im nächsten Part spielen wir dann auf 9 Löcher. Oh, hier ist wieder ein Meister. Oder zumindest sieht so aus. Kannst du mir was beibringen? Meister Duffer. Wer stört mich, Meister Duffer? Antworte nicht, denn Worte sind auf dieser Welt einerlei. Nur der Duff zählt. Die urgewältige Kraft des Duffs, welche in uns fließt, findet den Duff. Liebe den Duff. Werde eins mit dem Duff. Das erinnert mich so ein bisschen an Spaceballs mit dem Saft. Das war's im Groben. Denk mal darüber nach. Tschüssi. Ich denke, mit ihm werde ich reden dürfen, wenn wir hier mit der Welt fertig sind. Beim Annäherungsschlag aus einem Bunker heraus braucht man ein gutes Gefühl dafür. Viel Kraft und Lust. Ja? Wie wär's mit der Lektion? Okay. Dann spielen wir aufs Cree-Ray. Schadet nicht, gibt auch ein paar EP. Sollte auch fürs Level abbrechen. Mach mal ein bisschen stärker. Oh, der wäre sogar fast reingegangen. Aber zu stark. Ja, der prallt da ab. Das ist. Muss noch ein bisschen schwächer. Dann rollt er vielleicht ganz langsam rein. So wird das gemacht. Okay. Das wird ein bisschen hässlicher. Aber. Ah! Ärgerlich. Hauptsache, ich kann einen Powerschlag ausführen. Warum auch immer ich den jetzt benutzen sollte. Also gut aus. So wird das. Ja, da sind so nur noch 11 Punkte. Das sollte ich doch. Sollte doch noch machbar sein, oder? Ja, der könnte ein bisschen zu stark geworden sein. Aber ist perfekt. Es sollte einen extra Punkt geben dafür, wenn ich wirklich. Okay. Da gab es doch ein bisschen weniger Schläge als gedacht. Okay, macht nichts. Jetzt schaffen wir das auf jeden Fall. Sagt er und schlägt nur eine 8. Aber ich finde, es sollte trotzdem Bonuspunkte geben dafür, wenn man es schafft, ins Loch reinzutreffen. Weil das ist ja nochmal ein bisschen was Besonderes. Wenn es nur 11 oder 12 wären. Das hätte mir jetzt gerade, by the way, den Arsch gerettet. Ich sag das nicht nur deswegen. Ich muss mich mehr konzentrieren. Sonst habe ich dasselbe Dilemma wie gerade eben. Dass mir ein Punkt fehlt. Ich glaube, es waren 6 Schläge. Und dann habe ich noch eine Chance. Ansonsten, wenn es der letzte Schlag ist, kann ich so oder so nur verlieren. Aber nein. Gibt noch einen. So, den sollte ich ja wohl irgendwo da in dem Kreis platzieren können, ne? Geschafft. Geschafft. Okay. Gut. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es daran scheitert. Dafür gibt es das wohlverdiente Level-Up. Ah, wollen wir auf 192 Meter schlagen? Klingt ja fern noch gut. Ich weiß gar nicht, wie weit ich es schaffen würde, jetzt in echt zu schlagen. Das würde mich sogar mal interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir auf 9 Löcher spielen und das heiß hergeht. Ich hoffe, uns geht nicht das Wasser aus.
Lasst einen Daumen dazu, um mich zu unterstützen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und verpasst auf keinen Fall den nächsten Part.